Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück. Let's Play Divinity Original Sin mit mir Elo und wir wollten in die Heimstätte ans Ende der Zeit, weil ich meine, die können alle in der Zeit hin und her reisen. Deswegen vermute ich mal, wird er uns helfen können, den Whisky irgendwie zu benutzen, zu machen, zu tun. Und dann gucken wir mal, dann könnten wir, glaube ich, auch so langsam mal mit den Gefangenen unten zu den Folterknechten gehen, vielleicht. Ja, irgendwie so, wa? Ah, liebe Sternsteinkommandeure, ich entschuldige mich für den Zustand, in dem sich eure Heimzeit derzeit befindet. Hier drin geht es drin wie im Zoo und noch schlimmer in einem Aquarium. Ganz recht, dieser kleine rote Nichtsnutze taucht mir aus dem Nichts raus, als eins weiterer dieser Portale aktiv wurde bei den 7 oder 700 Göttern. Wenn ich irgendwas nicht ausstehen kann, dann sind es Imps. Es gibt da eine Unstimmigkeit in dieser Aussage, auf die hinzuweisen, ich mich veranlasst sehe. Ich weiß, aber wirklich, sie sind dämlich, sie bringen einen zur Verzweiflung, sie sind unberechenbar und mit Geschichte können sie in etwa so viel anfangen wie ein professioneller Hellseher. Erzählt mir ein wenig mehr über diesen Verein von Zickzacksen. Verein von ich niemals, ich bin keiner von denen, keiner von diesen Verbanden, die Sklaven der Herren, Sklaven der Dämonen und ihre eigenen Unzulänglichkeiten waren. Bäh. Aber wenn ihr deren Geschichte hören müsst, dann redet mit ihnen. Mir ist nicht nach den Launen meiner eigenen Art. Nein, was ich brauche, ist der Klang einer Symphonie, etwas zu rauchen, einen Schluck guten alten Weins, vor allem einen Unterschlupf fern von allen Imps. So long! Okay, also es gibt ein neues Portal. Offensichtlich hier. Unterherr der Dunkelheit. Aber Zickzacks, lauf mal nicht weg. Du sollst doch diesen Whisky noch für mich. I wonder who awaits you in the next chamber. I wonder what they'll say. Nee, geht nicht. Ich wunderbare Ort, um in dieser Region in meinen müden Körper auszuruhen. Weitwurst besser als die höllischen Ebenen, die wir Imps gewohnt sind. Ich denke, hier kann ich es aushalten. Natürlich nur, wenn ihr es gestattet. Was ist das? Ist vollbracht wunderbar. Zickzacks ist ziemlich besorgt wegen euch. Wo dieser eingebildete Historiker denkt, er sei viel besser als wir Dämonenhörigen, aber nur, weil er niemals wirklich von Dämonen begeistert war. Dabei ist er lediglich ein Lakai der Götter, nicht wahr? Worin liegt der Unterschied? Wie wäre es, wenn ihr mir eure Geschichte erzählen würdet? Dann denke ich, denn ich denke, sie ist komplizierter. Ich spreche die Wahrheit. Schnappt euch etwas zu trinken, macht es euch bequem, passt gut auf. Wisst ihr, wir Imps sind eine Mischrasse aus Dämonen und einer anderen, lange vergessenen Rasse. Das bedeutet, dass wir nicht so böse sind wie die Teufel, die uns hervorbrachten, aber ich will zweimal verdammt sein, wenn wir nicht ebenso schlau sind. Wir stammen aus dem Reich Nemesis, wo die Dämonen regieren seit Urzeiten. Wirklich. Ihr Wissen über die geheime und arkane Wissenschaft ist unvergleichlich. Tatsächlich ist sie so unvergleichlich wie unsere Whisky-Gierde. Nun, Neugier mag für eine Katze Tätigkeit ein armes Ding, aber sie macht auch uns Imps zu Sklaven. Wir waren von dem versprochenen Wissen geblendet, mit dem uns die Dämonen geködert haben. Da also mit dem Dämonen ein Geschäft abgeschlossen, kein wirklich intelligenter Zug. Ja, im Nachhinein war es das nicht, aber zu diesem Zeitpunkt schien es eine gute Idee zu sein. Yay! Folglich trug sich zu, als Gegenleistung für unseren gerechten Anteil am dämonischen Wissen mussten wir alle Imps ihren Namen in ein unzerstörbares Buch, den Kodex, eintragen, der als Eid der Knechtschaft galt. Ein Vertrag des Gebens und des Nehmens zum gegenseitigen Nutzen und zur Zeichnung des freien Willens. Wir Idioten haben bereitwillig zugestimmt und damit unseren Weg in die Sklaverei markiert, denn wir mussten alles tun, was die Dämonen von uns verlangen, während sie im Gegenzug nur sehr wenig Wissen mit uns geteilt haben. Und doch seid ihr hier. Und ganz recht, denn eines Tages hat ein besonders intelligenter Imp aus unserer Mitte einen Fluchtplan geschmiedet. Wenn es uns gelänge, den Kodex zu stehlen und damit zu verschwinden, könnten die Dämonen keinen Anspruch mehr auf uns erheben, denn ohne die Beweiskraft des Kodex wäre der Vertrag zwischen uns nichtig. Eines Nachts, als die Dämonen nach einer wahrhaft schmutzigen Orgie schliefen, stahlen wir den Kodex und flüchteten durch einen Spalt aus Nemesis. Seit dieser Zeit sind wir unterwegs, denn unsere Meister schworen, sie würden den Kodex nach Nemesis zurückbringen, damit sie aufs Neue in Knechtschaft legen können. Daher rennen und verstecken wir uns also bis zum Erbrechen, ewige Flüchtlinge, die wir sind. Wie wäre es, wenn ihr mir eure Geschichte erzählen würdet? Ich denke, es ist eure Geschichte. Entnehme ich, dass der Kodex euer Lebensader zur Freiheit darstellt. Wo ist er? Es ist irgendwie verloren gegangen, um die Wahrheit zu sagen. So etwas geschieht nach einer derartigen langen Flucht. Dinge werden verlegt. Wo immer dieses verfluchte Buch sein mag, solange die Dämonen es nicht gefunden haben, ist alles gut. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis es ihnen gelingt. Es sei denn natürlich, dass zuerst die Zeit endet. Wäre das nicht ein echter Glücksfall? Bye for now. Die stecken hier offensichtlich leicht dahinter. So, jetzt sind wir hier durchgelaufen. I sense an eerie presence here. Etwas Furchterregendes. Like creepy crawlies down the spine. Demons. Dämonen. Okay,
Okay, ein Moloch Stufe 20. Hört, hört, ihr seid keine Enttäuschung. Ich wusste, dass ihr diesen Weg beschreiten würdet. Probe des Schlangenmenschen. Stärke 2, Gewandtheit 2. Naja. Das wiederum ist schon spannender. Immer. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Haben wir nicht noch. Oder bestimmt noch irgendwelchen Tünnef, den wir anbieten können. Mit Dämonen falschen. Nein, das ist zu viel. Das ist leere Buch der Hexerei. Das ist auf alle Fälle immer. Gut. Emilie, habt ihr euch in diesem Gebiet genähert, willkürlich aus der Zeit gerissen? Nein, ihr seid keine Enttäuschung, noch etwas weitaus Schädliches. Ihr quält jenseits des Vorherstellbaren. Ihr hattet unsere Dankbarkeit, unsere ewige Erkenntlichkeit, die Anerkennung der Lehre. Warum also kämpft ihr gegen uns? Warum stellt ihr euch gegen das Versprechen der Begnadigung? Lenkt ein, Wächter, ihr habt eure Pflicht schon lange Zeit erfüllt. Knöpft nicht auf, was vor langer Zeit... I did my duty. I wonder what he meant by that. And I wonder why we had the thanks of those that long for the end of time. Ja, da würde sagen, sind wir, glaube ich, noch ein bisschen zu low für. Also Tagebuch aktualisiert, die Reise eines Quellenjägers. Müssen wir noch mehr verstehen. Anscheinend ziehen diese Räume, die wir mit Sternensteinen geöffnet haben, seltsame Gestalten an. Wir trafen einen Dämon namens Moloch, der uns ein paar Angebote unterbreitet, die einfach zu gut waren, um sie abzulehnen. Denke ich, ist einfach, dass unsere Heimstätte von Imps überrannt wurde, die vor ihren früheren Dämonenherren geflüchtet sind. Okay, dann gucken wir jetzt mal nochmal, ob wir hier mit Zickzacks reden können. Das ist immer noch nicht die Portale, mit denen ich eigentlich gerechnet habe. Ich mit. Kürbissuppe. Seele. Gehen kann, zickzack. Oh, ihr seid zurück, hurra! Oh, verzeiht meine Begeisterung, aber es ist solch eine Ehre, euch zu treffen, die Hüter. Ja, ich weiß, wer ihr seid, das heißt, ich weiß, was es bedeutet, wenn ihr die Hüter genannt werdet, die Wächter, die Bewahrer der Götterbüchse. Die Weberin hat gewebt und ich etwas zu verkünden. Ich bitte euch also, gebt gut Acht. Okay, oh, Video. After the war on Chaos was won, the Void Dragon remained a great threat to all existence. And so, upon the anvil of creation, the God Box was crafted. The void was locked within. But still the question remained, who would guard the box? The two sovereigns offered themselves. They would give up life and glory to stand sentinel. The gods made them immortal beings, eternal guardians of the box and the void. They placed the box and the guardians in the first garden, home of Astarte. The world's most beautiful power, the Source. For time immemorial, the Guardian stood by the God Box, no longer human, in body or in mind, but duty personified. Okay, offensichtlich sind wir diese Wächter. Erde oder Feuer? Feuer oder Erde? Erde. Ja. Eigentlich ist sie es nicht. Ich will einem anderen Elementar. Na gut, dann wie du es willst, weil eigentlich ist es mir egal. Okay, dann Feuer. Ja. Ich bin da mal weg. So. Das ist das Schlimme. The choice, friend. The choice. Wir sind einfach you'll nur dagegen, to ne? Das waren wir als göttliche Wesen der Götterbüchse. Wir waren aber nicht so, sie waren so diejenigen, die unsere Seelen entführten, Halbgötter und Sterbliche. Mir gefällt es, was ich da höre. Dieser Meinung vertritt außer euch niemand. Ich auch, wir waren einst Wesen, ich auch. Ja, ja, was kriegen wir? Egoistisch. Yeah. I wonder how much of a son jetzt hole ich mir das Elementar, was ich will. Danke. Also, wir nehmen jetzt Feuer, ja. So, okay. Jetzt können wir wieder zusammen springen. Who knows what wonder awaits you? Loswerden jedes Mal so zickzack. I wonder who awaits you in the next chamber. I wonder what they'll say. Do I live the year? Every year. Back! Back! The Source Hunter is back! Ah,
Goodbye for now. But only for now. Die Weberin der Zeit. Auch nicht. So, okay, dann gehen wir erstmal zu der Halle der Flammen. Bis jetzt will mir offensichtlich noch keiner helfen. Feels like we've landed inside the heart of the sun. Wir haben genügend Sterne. Bilder auf der Drachen der Leere war in der Gitterbox eingeschlossen und die beiden Bosskrieger, die ihn angeführt haben, sollten sie bis in alle Ewigkeit bewachen. Das ist ja eigentlich ganz schick, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, was wir haben. Naja, reden wir mal mit dem Feuerelementar Darimos. Teuerster Wächter, was freue ich mich, wenn ich sehe, wie ihr euch entwickelt habt in Kraft und in Können. Trotzdem kann ich mich noch fragen, wird es jemals genügen? Werdet ihr wieder zu den Kriegern, die ihr einst wart? Oh, schlussendlich seid ihr immer noch wie Säuglinge. Säuglinge, die sich niemand verändern würden, wenn sie ihre Muttermilch nicht hätten. Aber ihr wart immer wie Kinder, wart ihr es nicht, so wie wir es alle in den Augen der Götter sind. Und dennoch stellt sie euch vor eine unmögliche Aufgabe und gaben euch die Schuld, als ihr scheitert. Wie töricht. Wie töricht doch auch die Göttlichen sein können, wie mitleidig. You know what? I do feel like a child, being kept in the dark about so many things. Ja, I guess we'll have to find more Starstone and grow up. Okay, mehr Sternstone. Well, hello there. Was tut ihr hier? Soldat des Feuers, Feuermagie. Ich denke mal, ihr weiß eine ganze Menge über Feuermagie. Brennende Augen. Warm, hundertprozentig Ruf von. Okay, brennende Berührung. Rettungsrufe, Körperstärkung. Okay, Explosion. Automat wird sich explodieren. Feuerfläche. Leuchtkäfer haben wir schon. Leuchtkäfer aufflackern. Flächenbrand. Brandopferung. Setzt sein Ziel in Brand. Nett. Erfrierungsimmunität. Erfrierungsimmunität. Meteorschlag. 8 Feuerbälle. Reinigendes Feuer. Das ist eigentlich auch zu nett, um es nicht zu machen. Rauchwand. Blutentnahme. Das ist jetzt aber Waffenknecht. Okay. Tänzen verringern haben wir schon, Nahkampfhaltung wollen wir nicht, Sturmangriff haben wir, Raserei wollen wir, plus, aber nur bei einem, teleportiert euch, ja, wollen wir auch, Resistenzen aufheben wollen wir eigentlich auch, Inspiration haben wir. Selbe Jahr. Verstellt 300. Grundheilung haben wir beide. Blutentnahme. Rauchwand brauchen wir erstmal nicht. Feuerschild. Macht dich immun gegen Verbrennung. Ist eigentlich ganz nett, weil dann könnten wir mit der Explosion, aber das Explosionsbuch haben wir glaube ich noch. Feuerschild, warte mal, haben wir auch. Immer 13.000. Ja, nehmen wir immer ein bisschen was von unseren christlichen Waffen her. Oh, können wir noch ein bisschen mehr machen. Dann noch ein bisschen Gold. 4.000. Dann haben wir nämlich erstmal hier mal unseren ganzen Tünnef los. Im wahrsten Sinne des Wortes und. Until we meet again. Hier jetzt auch mal die Fähigkeiten, nicht Waffen. Fähigkeiten machen wir nämlich hier mal Pyro 4, Pyro 5. Nehmen wir erstmal Pyro 4, oder? Ne, komm. Bam. Und Madora hat hier die Pyro-Bücher noch gehabt. Die zwei, die greifen wir mal rüber. Und das ist natürlich. Lässt eine Feuerfläche zurück.
Barbarei ist auf alle Fälle was, was du kriegst. So, wir haben hier Resistenzen verringern. Das geht aber auf alle Fälle hier auf unsere Tanks. Auf den Tank. Nämlich so, genau. Und dann weiß Dalit. Wir haben jetzt noch so ein paar von den Feuerbüchern. Nämlich alle. Die wir noch nicht kennen. Dann können wir uns nämlich total geil. Ganz viele leere Fertigkeiten. Wir brauchen mal eine ganze komplette neue Leiste, wahrscheinlich nur für die Feuerfertigkeiten. Dann können wir uns nämlich das Feuerbuch geben. Den Feuerschild und dann können wir explodieren. Boah. Brandopferung. Nett, nett, nett. Immun gegen Erfrierung. Auch schön. Das macht auch. Oder einen Verbündeten. Reinigendes Feuer. Ist dann nochmal einen Heal. So, jetzt sind wir natürlich eine ganz schöne Feuersau, sag ich mal. Und definitiv auch mehr. Oh, nochmal. Eises Quellenjägers. Noch ein Sternstein, noch ein Raum. Wir haben ein Feuerelementar getroffen, das uns zu kennen scheint. Kann uns mit Feuer fertig werden. Zick, zack, ist jetzt wieder hier oben. Ne, immer noch nicht. Betrügerische Biene. Was ist denn eine betrügerische Biene? Wo ist denn jetzt schon wieder Zickzacks, die olle Sau? Hier ist er. Steht denn. Ach, der braucht ja einen Ort der Ruhe, ja, okay. Da will er in Ruhe gelassen werden vor den ganzen anderen Imps. Was ich irgendwie verstehen kann. Im Moment eurer Zeit, falls es genehm ist. Ich habe gegrübelt und gebrütet, erwogen und geschlussfolgert. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich vielleicht gut weiß, wer unser wahrer Feind ist. Nein, unser Feind ist natürlich die Leere, die Räuberin von Zeit und Raum, aber noch gefährlicher als das große und alles verschlingende Nichts sind diejenigen, die darauf versessen sind, ihr zu helfen. Hier oder auf Rebellion. Ich glaube, er ist doch noch im Leben, der alles ausgelöscht hat. Der, dem ihr im Haus der Hüter begegnet seid. Ihr sprecht von dem Dämon, der in diesen Hallen lauert, nicht wahr? Ja, er ist es. Derjenige, der nicht ganz so aussieht wie zuvor. Derjenige, der Betrug und Begierde in Astartes Ohren flüstert. Er ist ein Freund der Leere. Und er trachtet danach, hier ein für alle Mal die Oberherrschaft zu geben. Das ist, was ich glaube, wer er ist. Aber bisher macht er nichts weiter als zu reden und wird also nicht allzu gefährlich. Als Schreiber muss ich euch daran widersprechen. Aber selbst dann, lasst euch bitte nicht zum Narren halten, denn er macht viel mehr, als seine Zunge zu wetzen. Was wir hier sehen in dem, was einst unser Haus war, ist mit großer Sicherheit real, aber der Dämon, Astarte, sie sind, so glaube ich, reine Manifestationen ihrer selbst. Oh, er verweilt irgendwo, er muss. Es ist eine Kreatur des Blutes und der Blutgier, der Lügen und der Listen. Die ganze Zeit über hat er Ränke geschmiedet, das versichere ich euch. Als unser Feind ein Herz hat, dann bringt er es zum Schlagen. Das ist meine Theorie. Let that demon plot as much as it wants. We won't fall for its tricks. You shouldn't get overconfident, though. There's more to that thing than meets the eye. Die Waffenkammer. Impressive. A smithy and an armory. Just what the doctor ordered. Dekoratives 2 entsperrt schon wieder. Ah, wie schön, dass ihr vorbeikommt. Sie sagt zu mir, ich hätte euch entwickelt. Ihr wisst schon, das dumme Gespräch einer Frau. Sie hält es für nötig, mich über diese Tatsache zu informieren, mit jämmerlichen Stolz in der Stimme. Als hätte ich das nicht gewusst. Als hätte ich nicht auf euch gewartet, wie ein Geier auf ein verendetes Tier. Ich hätte ihre taufrischen Augen herausreißen und wie Eier in einer Bratpfanne werfen können. Habt ihr schon mal gesehen, wie ihr einen Dotter anstarrt? Ich habe es gesehen. Genug von diesem Geplauder. Ja, ich habe euch beobachtet und mein Vergnügen hat sich in Verärgerung verwandelt. Doch noch immer sehne ich mich noch nach dem Augenblick, an dem ihr mächtig genug werdet, um die wahren Abgründe eures Versagens zu verstehen. Wenn das geschieht, werde ich zur Stelle sein. Kreise in den Himmel zeichnen, zusehen, warten, zum Zuschlagen bereit. He's getting more aggressive. We must be getting on his nerves. Okay, wir müssen ihm auf die Nerven. I'll never look at a fried egg in the same way ever again, though. Okay, irgendwelche Türen und irgendwelche mystischen Truhen.
die wir wahrscheinlich noch nicht aufkriegen. Aber nichtsdestotrotz ist es wirklich so, dass hier irgendwie auch eine riesige Schmiede. Nur aufpassen, dass wir hier nicht aus Versehen in irgendwelche Stufe 20 Dämonen laufen, die uns dann wegbrutzeln. Hier ist jetzt aber auch nichts. Jetzt sind wir die Waffenkammer. Und wieder zurück. Wahrscheinlich viel zu viele Blutsteine schon gefunden. Was haben wir hier? Noch eine Begegnung mit einem Sternstein. Wir haben wohl eine Waffenkammer aufgesperrt. Okay. Ja, wir werden auf alle Fälle mehr und mehr Räume und offensichtlich hier sogar schon der nächste. Aber Folge ist soweit rum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann schauen wir in den Raum mal in der nächsten Folge. Tschüss.